So, meine lieben Freunde, herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Heute ist ein besonderer Tag. Ich zeige euch mein neues Auto. Hinter mir habt ihr den Lamborghini Urus, welches 2012 im August in China als ein Konzeptfahrzeug von Lamborghini vorgestellt wurde. 5 Jahre später, 2017, ist dieser 650 PS Monster rausgekommen. Hat einen 4-Liter Motor. Das wird kein hier Profi, was weiß ich, vorstellen von diesem Fahrzeug, sondern ich zeige euch einfach das als Wadi, der Autoliebhaber. Rechts von meiner Seite habe ich noch den Huracan heute am Start, weil viele haben gesagt, ja, Wadi mietet seine Fahrzeuge oder leiht die nur, BSD, Kennzeichen ist verdeckt, nicht, weil so wenige Leute damit in Berlin fahren und hier trotzdem es rausfinden sollen, dann es gibt Idioten da draußen und ich hatte schon solche Vorfälle, die mein Kennzeichen dann genommen haben, an Versicherung irgendwas geschrieben haben, dass ich irgendwie verrückte Erfahrung damit ist einfach weniger Kopfschmerzen gibt. Wenn ihr mich auf der Straße mal in Berlin seht oder so, ist es gar nicht schlimm. Die Leute machen davon Fotos, weil es sind zwei auffällige Fahrzeuge. In meinem Garage befinden sich mir mittlerweile viel mehr. Trotzdessen werde ich euch das erst bald zeigen. Der Urus von vorne sieht einfach so aggressiv aus, die ganzen Akzente. Ich habe schon vieles gehört. Inspiriert an einer Wespe, inspiriert an einem Bulle. Einfach todesaggressiv, weil es Lambo ist und ich würde sagen, das ist die perfekte Mischung. Der Urus ist ein Alltagsauto, ich bin sehr zufrieden damit. Alle meine Freunde, Familienmitglieder, die ihn gefahren sind, haben keiner von denen hat gesagt, dass es Schrott ist. Wenn wir es genau anschauen, haben wir hier vorne auf dem Grill das Lamborghini-Zeichen, wie auf jedem Lamborghini, sieht es einfach Maschallah aus. Dann haben wir hier vorne die Kamera, die einfach todeskrass ist. Wenn ihr rausparkt, reinfahrt in eine Garage oder so, wirklich, diese Kamera kann euer Leben und Felgen retten. Ganz wichtig, weil die Felgen hier ganz teuer sind. Dann eine Option, wo ich den Fahrzeug damals bestellt habe. Ich habe euch ja schon letztes Jahr ein Video darüber gemacht. Ganz in so einer Hochglanz-Schwarz-Optik feiere ich mega. Wenn wir natürlich weiter mit dem Auto machen, die ganzen Scheinwerfer ganz, ganz normal. Aber hier sind schon mal die Felgen mit einer roten Bremssättel. Finde ich mega fresh, 24 Zoll. Sind riesige Oschis. Ja, leicht zu schrotten, sehr teuer im Kauf. Ich glaube jeweils netto 5k. Plus Mehrwertsteuer. Dann, was ich noch sehr mag, ist halt einfach, dass die Hochglanz sind und wir hier die ganzen Akzente in Hochglanz sind. Es gibt in diesem Auto in meinen Augen einfach irgendwie einen coolen Ton. Man muss sagen, dass der Urus auf der Basis von Q8 gebaut wurde oder Q7, eins vorbei, ich glaube eher Q8 und das ist sogar der RS Q8 sehr ähnlich zu dem ist, dass es halt von außen ein anderes Fahrzeug ist, aber die Technik und so und die Technologie, die dahinter steht, ist halt von Audi. Ist ein wunderschönes Auto, aber sehr, sehr teuer. Aber machen wir mal weiter. Hier haben wir ganz normal die Außenspiegel. Nichts Besonderes, das Auto ist halt gelb. Ich habe die getönten Gläser gewählt vom Werk aus. Finde ich eigentlich voll cool. Normalerweise sind die, zum Beispiel bei Mercedes, habe ich immer das Problem, dass man trotzdem alles durchsieht. Aber hier ist halt, macht es für mich so einen Eindruck, dass man nichts sieht. Laufen wir mal nach hinten. Das Auto habe ich seit Donnerstag letzter Woche. Das Video wird erst viel später rauskommen. Hier haben wir natürlich das ganz, ganz sexuelle, erregende Lamborghini-Logo und Kofferraum. Sonst finde ich, das ist ein schönes Auto hier. Was mich halt stört, ist, dass ich das Silber in nicht Hochglanz machen konnte oder in Carbon-Optik war damals nicht als Option. Ich habe den letztes Jahr, weiß ich nicht, Mai oder so bestellt. Da gab es zur Auswahl 5 Farben. Art Persona Programm wurde da bei dem Urus noch nicht eingeführt. Art Persona Programm ist halt, dass ihr egal welche Farbe machen könnt. Gab es halt damals nicht, deswegen habe ich den in Gelb gewählt. Wenn wir Kofferraum aufmachen, wird es euch, glaube ich, sehr überraschen. Es ist ein riesiger Kofferraum. Hier passt wirklich sehr viel rein. Und mit dem Auto habe ich Möbel rübergetragen in meine neue Wohnung, haben Schuhe rübergebracht. Also wirklich sehr viel passt rein. Und natürlich, was mir wichtig war, dass auch diese Knöpfe hier gibt, damit alles zugeht, weil wie soll ich euch das erklären? Es wäre einfach nervig. Aber ich war heute extra für das Video das Auto sauber machen, was mir mein Auto, was meine Waschanlage mir gesagt hat, wo ich das Auto hinbringe, keine Ahnung, wie es auf Deutsch heißt, dass man merkt, das Auto ist italienisch, weil hier der Spoiler, für mich würde niemals irgendwas auffallen, ist ganz normal. Der ist ein Lackmeister und der meinte, der Lack hinten ist sehr schlecht und das werde ich euch in Nahaufnahmen zeigen. Die Abstände hier an den Seiten sind unterschiedlich groß. Daran merkt man, dass es ein Italiener ist und kein deutsches Auto. Wenn wir weitermachen, durch hier die ganzen Scheinwerfer, ist halt SUV nicht so wie der
Huracan. Der Huracan ist viel aggressiver. Da sehen wir die These-Film, womit wir die Blätter dran gemacht haben. Wenn wir von dieser Seite den anschauen, ist der viel aggressiver und viel schöner als der Huracan. Was sagst du? Findest du aggressiv? Safe. Ich finde, es sieht irgendwie viel aggressiver aus als der Huracan. Kann natürlich daran liegen, dass mein Huracan schwarz ist. Aber es ist trotzdem ein wunderschönes Auto. Dieses Auto ist halt weniger flex. Wenn man, ich hatte die gerade beide vor meinem Laden stehen. Jeder, der ein Foto gemacht hat, hat ein Foto von dem Huracan gemacht und nicht von dem Urus. Das hat uns beide sehr verwirrt, aber ist halt so. Was Preis angeht, der war irgendwie bei 260.000 Euro, glaube ich. Ist gekauft, nicht finanziert und nicht geleased, weil viele sagen, du leasst doch bestimmt nur dein Auto, was gar nichts Verwerfliches dran ist. Und ein weirder Flex, hört auf, über andere Leute zu urteilen, wenn die sich so ein Auto leasen, finanzieren oder was auch immer. Man muss erstmal in der Lage sein, so ein Auto zu finanzieren oder zu leasen. Ich gebe euch mal ein Beispiel, um so ein Auto zu leasen, müsst ihr, sagen wir mal, 50 anzahlen, dann habt ihr eine schöne Rate von 2,5k im Monat oder so. Und laut Porsche Financial Service, was das günstigste ist, oder halt eine andere kleine Bank, müsst ihr mindestens das 7-fache verdienen. Also ich sehe immer in den YouTube-Kommentaren Leute reden über Sachen, wo sie sich das niemals erträumen könnten. Einfach aufhören zu beneiden, seinen Arsch bewegen und selber hustlen, damit ihr auf die Mount Everest kommt. Aber wenn wir weitermachen, ja, was auch cool ist, hat diese Keyless Go Technologie, was Audi und jeder Mercedes hat, hinten ganz viel Platz. Hier haben wir Carwash Profis, keine bezahlte Werbung, steht hier Adresse, ja, im Parkhaus. Da wasche ich immer meine Fahrzeuge, die Ehrenbrüder. Auto ist halt ganz clean hinten. Hinten habe ich hier so einen Monitor, wenn das Auto angeht, zeigt hier, wie viel Grad das ist und so ein Kack. Bin ich hier zum ersten Mal hinten, deswegen würde ich mal sagen, wir gehen jetzt mal zum Fahrersitz und ich zeige euch mal die ganze Technologie, was dieses Auto hat und was mich wirklich fasziniert hat. Das Auto hat schwarzes Innenraum, schwarzes Leder, hier haben wir so eine Silberoptik, diese Optik durfte ich damals nicht bestimmen, die Hochglanz darf man mittlerweile in Carbon bestellen, glaube ich, und so einen Mattton habe ich halt nicht. Was mir richtig gefällt, sind diese zwei Screens, weil die viele Optionen haben, aber darauf gehe ich später ein. Hier habe ich Bang Olufsen, glaube ich, die Speaker, die teuersten, die es geht, Weird Flex, weil mir der Sound und Komfort wichtig war. Auto hat fast Vollausstattung, jede einzelne Kacke, die man drin haben kann, was Technik und Sicherheit angeht, ist drin. Carbon feiere ich einfach persönlich nicht, gibt es in keinem Auto von mir, deswegen haben wir hier kein Carbon. Sitze haben, ist ein ganz normaler Komfortsitz, darf man glaube ich bei den Urus nicht aussuchen, mittlerweile bin ich mir da nicht so sicher. Rote Nähte, weil ich wollte diesen roten Ton widerspiegeln, welcher wiederzufinden ist auf dem roten Bremssattel. Lenkrad auch rot-schwarz. Wenn wir das Auto aufmachen, ist halt wie beim Huracan, müsst ihr so diesen Start-Stopp-Ding hochmachen, könnt ihr anmachen. Ich will es gerade nicht anmachen, damit es nicht so laut wird und ihr mich trotzdem versteht. Links davon haben wir so die Modi-Schalten, das Anime heißt Schalten, ihr könnt so auf die Bremse und unterschalten. Strada heißt Komfort, Sport, Sport, Corsa, Supersport, Sabia heißt Wald, Terre heißt Sand oder andersrum und Neger heißt auch Schnee. Da verändert euch euer Fahrwerk und sowas. Was die ganze Technologie angeht, versuche ich mal das euch irgendwie so zu zeigen. Kameramann, setz dich rein, wir müssen kurz filmen, damit man es auch hört. Hier haben wir die Parktechnologie von Audi. Wenn ich meinen Dings drehe, dreht sich die Kamera hinten, was ich mega fresh finde. Aber was mich am meisten fasziniert hat, sind diese 3D-Sachen. Da sieht man meine Freundin und meinen Hund. Aber wenn wir es drehen, könnt ihr es so machen. Zum Beispiel hier ist halt grau, weil unser Kameramann gerade die Tür auf hat. Aber so könnt ihr immer das Auto sehen. Ihr könnt es von oben sehen, egal wie ihr... Ja, der untere Monitor dient dazu, um zum Beispiel die ganzen Sitze umzuschalten. Oben habt ihr diese ganze Multimedia-Sachen. Also wie gesagt, so ist das Auto aufgebaut. Ich glaube, ich habe nichts vergessen. Ich habe kein Panoramadach, das habe ich nicht. Und ich habe ein paar Optionen nicht, wie gesagt. Das Auto finde ich fresh. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like da, ein Abo auf meinem Kanal. Ich hoffe, das Video hat euch, wie gesagt, gefallen. Lasst ein Like da und ein Abo. Und wir sehen uns bald in aller Frische auf dem Wadi-Team-Kanal. Kuss, geht raus.